Äußerst rasant und abwechslungsreich startet der Münchner Traditionszirkus ins Jahr 2011. 44 Artisten aus 10 Nationen sorgen für ein spektakuläres Premierenfeuerwerk. Selbst nach über 9 Jahrzehnten verliert das Zirkus-Krone-Programm nicht an Fahrt. Ob akrobatische Höchstleistungen, faszinierende Körperbewegungen oder exotische Tiere, die Mischung kommt an. Selbst das Publikum wird gerne mit einbezogen. Natürlich steht dabei der Spaß im Vordergrund. Welche Zirkusrolle könnten sich denn die anwesenden Promis so vorstellen? Welcher Part ich dann wäre? Von dem, was wir hier gesehen haben? Ich bin natürlich am Trapez sowieso, ne? Ist ja klar, ne? Auf alle Fälle nichts, was mit diesen Kraftsportarten zu tun hat. Was ich toll finde, ist dieses Trapezschwingen, aber da bin ich, glaube ich, zu schwach dafür. Also wenn das so ein Stück über dem Boden wäre, würde ich das auch machen. Platzanweiser, das hätte ich drauf. Nur in der Mitte stehen und vielleicht ein paar Pferde um mich herum galoppieren lassen. Oder die Afghanen, die schönen Hunde. Oder man lässt sich eine nette Perücke verpassen und wird Teil einer komödiantischen Rockband. So wie hier zum Beispiel Erich Lischen. Beim Zirkus Krone ist eben alles möglich. Viele Besucher kennen den Traditionszirkus seit ihrer Kindheit. Auch Jahre später erinnern sie sich gern an ihre Zirkuserlebnisse zurück. Ich habe eine schöne Kindheitserinnerung. Ich durfte hier bei Zirkus Krone auch mal mitmachen. Das war Start an der Manege. Da war ich 12 Jahre alt und da durfte ich auf dem Hochseil so ein wenig laufen. Und das war schon atemberaubend, das zu trainieren. Tiere waren für mich immer, ob exotische oder einheimische Tiere, das war für mich immer das Tollste und das Schönste. Ich habe seit meinem 13. Lebensjahr jedes Jahr, außer den letzten 2 Jahren, da war ich nicht hier, jede Vorstellung in Zirkus Krone gesehen. Wir waren als Kinder immer im Zirkus und haben zu Hause immer versucht, alles nachzumachen. Apropos nachmachen, was der erst 12-jährige Tai Tojo aus Japan da präsentiert, dürfte selbst seinen älteren Jonglierkollegen die Sprache verschlagen. Mit einer spielerischen Leichtigkeit begeistert er das Publikum. Wirklich schwer beeindruckt hat mich zum Schluss dieser kleine Japaner, der jongliert hat, als das sowas habe ich noch nie gesehen. Man fragt sich, was der macht, wenn er 17 ist, geschweige denn, wenn er 25 ist. Das ist unglaublich. Also wie schnell er war, wie präzis, das ist sensationell. Ich fand am beeindruckendsten letztendlich den japanischen Jongleur-Jungen. Aber auch viele Tiere zeigen ihr Zirkustalent, so wie diese schwergewichtigen indischen Schönheiten. 15 Tonnen pure Laune, oder? Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, als die Elefanten Ersche so nah vor einem waren. Habe ich schon gedacht, hoffentlich entfährt dem jetzt nicht etwas. Aber das ist ja gut gegangen alles. Atemberaubende Tiere, gepaart mit Akrobatik vom Feinsten. Noch bis zum 30. Januar im Stammhaus des Zirkus Krone.